Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer Worlds. Ich muss mal gerade kurz gucken, ob das geht mit der Aufnahme, weil ich habe jetzt mal auf 1440p gestellt. Und wir gucken einfach mal. Also im Endeffekt, wenn ich jetzt erstmal eine Folge aufnehme, dann gucken. So, unsere jetzige Aufgabe besteht schon fast darin, abzuhauen, glaube ich, ne? So, gucken wir mal. Tagebuch. Hauptauftrag: Fremde in diesem Land, kehre zu Unreliable zurück. So, kehre zu Ludwig zurück. Hört sich doch ganz gut an, ne? Verdient die drei Bände. Das können wir auch noch machen. Alles klar. Gehen wir erstmal zu Ludwig zurück und dann können wir eigentlich schon anfangen zu erkunden. Hier dürfte ich ja klarkommen jetzt mit allem, ne? Rein theoretisch. Katzenhaare. So, die haben wir auch umgebracht. Gibt es denn noch irgendwas? Das könnte vielleicht noch interessant sein, ne? Ansonsten laufe ich einmal kurz über die Hügel. Jetzt kann ich es mir ja leisten, überall hinzulaufen. Die sind ja immer noch tot. Gibt es hier sonst noch irgendwas Besonderes? Waren die Farben immer schon so kräftig, Alter? Ist ja kontrastreich hier. Der Wahnsinn. Ne, sonst ist hier nichts. Oh, schade eigentlich. Ich wünsche mir sowas wie ein Fallout, dass hier einfach irgendwo Leichen rumliegen. Mit einer Geschichte oder so. Alles klar, was machen wir? Welche Waffe holen wir raus? Bist du meine Topwaffe? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, nee. Eine Topwaffe hatte schwere Muni. Ach, du warst meine Topwaffe, alles klar. Okay. Ich habe keine Granaten, ne? Kaboom! Kaboom! Hä? Stirb doch! Oh Gott, er stirbt nicht. Ich kann nicht gleichzeitig laufen und nachladen. Ja. Ja, mein Problem. Aber ich habe gerade gespeichert, deswegen bin ich mutig. Stirb halt! Oh, guck mal, da ist noch was. Stirb doch! Ich meine nicht mich. Okay. Das ist tatsächlich ehrlich, hier so ein X. Da ist der Schatz vergraben, Mädels. So, okay, weiter. Ach, guck mal, was ist denn da? Hier wird auch noch ein Weg hoch. Und da rechts sind diese komischen fetten Viecher. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Gucken mal, was hier so Schönes gibt. Vulkangipfel entdeckt. Die ziehen die Lava raus für Energie. Krass. Naja, Lava ist ja auch nichts anderes als pure Energie. Warum kommen wir nicht auf die Idee? Wir anderen Menschen, normalen Menschen. Oh mein Gott, kann ich hier bleiben? Wo sind die Kackviecher? Hä? Da ist ja die Straße. War ich da schon? Ach, guck mal, ihr lieben Kackviecher, wo ich bin. Was habe ich denn für Waffen? Stoßpistole, Automatikpistole. Die Schrotflinte hätte ich auspacken sollen, verdammt. Ihr könnt nichts machen. Ihr könnt euch nur abschießen lassen, ihr Idioten. Ja, lauft. Wart ihr nicht mehr? Schwören können, das waren mehr. Die Erfahrung gönne ich mir einfach mal. Immer schön ins Gesicht. Wie gut, dass er nicht weiß, wie groß er ist. Das sieht schon nicht irgendwie komisch aus, dass das hinten so weiß nicht, als hätten die da einen Schärfefilter drauf. Nimmst du keinen Schaden mehr? Was? Okay, Moment.
Moment. Wir nehmen mal dich raus. Das könnte bestimmt an der Reichweite liegen. Ja, könnte die Reichweite sein. Aber die waren doch viel mehr. Stufenaufstieg. Das waren doch viel mehr, oder nicht? Da haben mich doch zwei große verfolgt. Na gut, wir nutzen einfach mal die Zeit. Kopftreffer, Schwachstellen mit Langwaffen. Ich habe 10 Punkte frei, ne? Wenn wir jetzt 10 Punkte hier drauf rauf tun. Nächstes Level nochmal 10 Punkte. Oh, ich habe schon 60. Achso, ich war bei 50. Oh. Ja, nice. Dann ist die Pistole tatsächlich schlechter geworden, weil wir hier jetzt nochmal Schwachstellentreffer machen. Alles klar. Nehme ich. Vorteile haben wir keine, ne? Ja, nice. Dann bleibst du mal in meinem Inventar. Und die andere ist eher für mittlere Reichweite und die Schrotflinte ist für Nahkampf. Oh. So, wo sind die Pappenheimer hier? Ich könnte schwören, da waren viel mehr. Ich glaube, die sind mehr in die Richtung, oder? Oh. Ich weiß nicht, ob die hier hochkommen. Aber ich komme ja auch ganz leicht hier hoch. Alles klar, die laufen weg. Außer der da. In den Rücken. In den Rücken. In den Rücken. Lauft in die Stadt, ja. Da wird es sicher sein. So mache ich wenigstens aus der Reichweite noch ordentlich Schaden. Zack. Zack. Und weg ist er. So, der andere ist irgendwie in die Richtung gelaufen, ne? Oh, hast du mich vergessen? Es tut mir ja leid für dich. Du solltest mich nicht vergessen. Niemand sollte mich vergessen. Haha! Kannst dich da nicht verstecken. Gratis Erfahrung nehme ich immer gerne. Oh Gott, diese... Wow! Da sind noch richtig viele. Den kann ich nicht sehen. Achso, da bist du. Ja, gut. Die sind einfach zu weit weg. Ich weiß auch nicht, wie viel Leben die haben. Ich könnte natürlich jetzt einfach meine Schrotflinte rausholen und dann einen auf Kamikaze machen. Soll ich mal? Wenn ich sterbe, kann ich das Ganze nochmal machen. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Ich laufe mal ein Stück weit weg. Ich will den einen oder anderen noch snipern. Hallo, was? Guck mal, da ist eine Leiter. Da hochgehen. Hier hätte ich entfliehen sollen. Ah, Pseudo-Apfelsaft. Ja, da lauft ihr wieder. Ja, da lauft ihr wieder. Alles klar. Ich komme runter. Aber ich alle ja schon ein bisschen gedamaged. Oder ich gehe jetzt nochmal kurz hin und schieße jeden nochmal an. Kommen die jetzt her? Weiß es nicht. Muss auf jeden Fall taktisch spielen. Oh, ich vermute mal, die sind hinter mir her. Wow! Der hat mich getroffen. Der Sack. Oh, ich glaube, hinter mir ist einer. Oh, guck mal! Da liegt jemand. Lad doch schneller nach, Mann! Was ist denn nur los? Was ist denn mir los?
Rüstung 11. Oh, weigert sich, domestiziert zu werden, okay. Einer ist tot. Oh, was haben die mir gemacht? Schnell auf meine Statuswerte achten. Erschüttert. Alle Attribute werden verringert und das Angriffstempo mit allen Waffen verlangsamt. What? Okay. Ach, deswegen hatte ich das letzte Mal weniger Traglast. Aber es lief ja schon mal ganz gut. Oh Gott, da lebt noch einer. Oh! Ich dachte, du wärst tot. Oh mein Gott! Nee. Ach, du warst nur ein kleiner. Ich dachte, du wärst ein großer gewesen. Hohohoho. Ho, ho, ho. So, was hast du denn hier für mich? Ein Stammgewehr. Das kann ich verkaufen. Oder Teile daraus herstellen. Mal gucken. Ich bin gewillt, einen Schalldämpfer anzubringen an meine Waffe. Ich glaube, das wäre nicht so schlecht. Könnte ich sie snipern oder sie weglaufen. Hui. Ja Mensch, das lief ja schon mal ganz gut. Dann gehen wir mal rüber zu dem Kollegen, ne? Hallo, Ludwig. Aber warte kurz. Ich habe Dinge zu erledigen. Und zwar erstmal, ich glaube, ich muss den gleich erstmal reparieren, ey. Wie, habe ich keinen Schalldämpfer mehr? Gut, ich kann gerne Schockschaden machen. Wieso kann ich keinen Schalldämpfer anbringen? Ich weiß, dass ich an der Schrotflinte konnte ich das. Ja. Weißt du, an der Schrotflinte kannst du einen Schalldämpfer anmachen, aber an einem Jagdgewehr nicht? Wie willst du denn das erzielen? Jetzt mache ich nur 50 Schaden. Naja. Ach so, ich würde jetzt mehr Schaden machen, wenn ich das andere wieder ranmache. Erhöht die Magazinkapazität der Waffe. Ich weiß nicht, Schockschaden könnte eigentlich schon ganz gut sein. Mag 2, ja, keine Ahnung, was der Schockschaden so macht. Na gut. Was können wir hier so Schönes machen? Den Crit-Schaden, aber ich habe da schon einen Schalldämpfer dran, ne? Ja. Was können wir hier noch machen? Schadenstyp Schock? Nö. Magazin ist ganz gut für den, ne? Hörbarkeit. Ja, Schalldämpfer braucht er jetzt nicht so wirklich. Crit-Schaden. Ah, den könnte ich auch an der... Weißt du, wieso kann ich aber beim Jagdgewehr den Scheiß nicht... Oh, das ärgert mich gerade richtig. Naja. Ich will Sachen reparieren, Jungs. Repariert meine Waffe. Oder kann ich das nur von hier aus? Optionen. Reparieren. Los. Repariere es. Achso. Okay, der Rest muss nicht repariert werden. Aber ich kann ein paar Sachen zerlegen. Du weißt ja dieses Lasergewehr, ne? Das kann eigentlich weg. Ja. Ja, ich meine, es ist schon nicht schlecht, ne? Macht auch noch Plasmaschaden. Maschinengewehr. Das ist sogar besser als der Hammer. Okay, muss hier was repariert werden? Alter, habe ich viel Zeug. So, Schloss knacken. Rüstungstyp schwer. Tech-Fähigkeiten, Tarnungsfähigkeiten. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt momentan anhabe. Ich habe an. Tarnungsfähigkeiten.
Dann tausche ich das aus. Wobei, wieso hat er einen Punkt? Rucksack trage. Achso. Also, okay, dann tausche ich das doch nicht aus. Dann tausche ich das doch nicht aus. Was haben wir hier noch für Helme? Einhand-Nahkampfwaffen. Ja, mit dem Schwert zusammen wäre das bestimmt ganz nice. Ich will es nicht modifizieren. Ich will reparieren. Und zwar... Oh, wieso habe ich dich nicht repariert? Das hier repariere ich. So, wenn wir jetzt Tüfteln machen und das auf diese Waffe, dann wird die doch besser, oder? 50 Bits. Damit können wir jetzt ordentlich was reißen. Außer, dass meine Bits natürlich jetzt weg sind, aber naja, Shit happens. Komm, dann können wir den hier nochmal, den Fünfer, verbessern. Aber so. Jetzt läuft's ja ganz gut. So. Komm mal her, mein Freund. Never seen the veil lit up like this before. Du hast etwas von einem Logikmodul gesagt. So eins habe ich im Geothermie-Kraftwerk gefunden. Bang up, work soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple of bits for your trouble. And Dankeschön. A little something to remember me by. Pass auf dich auf. Und was habe ich bekommen? Eine Waffe. Angriffsgeschwindigkeit mit Nahkampfwaffen 15%. Mr. Out. Schaden von aufgeladenen Angriffen plus 20. Ja, nice. Aber gut. Dann haben wir noch eine andere Quest am Start. Und zwar haben wir der ängstliche Ingenieur. Ah, cool, ich werde sogar hingeführt. Nice. Dann gehen wir da auch mal hin. Hier soll's sein. Habe ich hier etwas noch nicht gefunden? So. Erstmal, weil wir jetzt uns im Nahkampf befinden. Zack. Maschinenhandbuch Band 2. Tatsächlich. Was haben wir hier? Vorsetzen. Aus dem Büro von Reed Thompson, Administrator des Außenpostens. Die Symptome der Infektion haben nun einen kritischen Punkt erreicht. Ich habe unsere Mitarbeiter instruiert, den alten Wohnsitz in ein Krankenlager umzufunktionieren. Die Seuche ist Teil der Realität des Lebens an der Grenze. Und als Mitglied der Spacer's Choice Familie wird von uns erwartet, dass wir uns der Realität stellen. Die Realität ist das, was wir nicht über genügend Arzneimittel verfügen, um alle von euch zu behandeln. Ärztliche Behandlung ist ein Privileg. Kein Grundrecht. Wir müssen uns jeden Tag bemühen, zu beweisen, dass wir dieses Privileg würdig sind. Wenn die Symptome der einsetzenden Seuche bei euch feststellt, ist das Beste für euch und eure Familien, den Overall anzuziehen und zur Arbeit zu gehen. Arbeit stärkt den Geist. Physische Krankheit ist ein Zeichen spiritueller Schwäche. Arbeit macht frei hier, oder was? Alter Schwede, Jungs. Wir sind hier bei den Nazis angekommen. Huh? Wie viele Teile haben wir eigentlich zum Reparieren? Weiß ich gar nicht jetzt. Rüstungsteile 55 nur noch. Uiuiui. 75. Wieso bist du mehr wert? Stufe 7.
Welche Stufe 7? Ach, wegen Zustand 100%. Nee, auch nicht. Es ist der Unterschied zwischen euch beiden. Vergleichen. Ich will vergleichen. Du und du. Ich sehe keinen Unterschied, warum der eine mehr wert sein sollte als der andere. Nein, ich will es nicht anziehen. Warum klappt das nur einmal? So. Ich wollte es eigentlich zerlegen. 75. 38. Ich glaube, das Ding zerlege ich hier. Scheiß drauf. Und die Rüstung müssen wir auch noch zerlegen, ne? Oh, hier. Zack. Halt, du bist was wert. 7,5. Na gut. Brauche ich alles nicht. Kostet mich alles nur Tragekapazität. Und ich bin auch nicht der Mensch, der gerne Sachen sich umzieht. Mehrfach. Na gut. Komm schon, runter einfach. Einfach runter. Siehste, alles kein Problem. So, und für die anderen müssen wir rausgehen. Wir müssen uns eh noch ein bisschen umschauen. Was? Verarschen? Hätte es mich auch auf der anderen Seite rauslassen können. Stimmt, an der Ecke da hinten waren wir eigentlich so gut wie gar nicht. Oder? Oder ist die kleiner als ich dachte? Da hinten müssen wir hin. Vielleicht snipern wir den einen oder anderen auf dem Weg. Oh, hallo. Kommst du jetzt? Verdammt, ich sehe nicht. Nein! Bullshit. Hab ich nicht gesehen. Aber die Waffe ist cool. Headshots sind meine Lieblingsart und Weise, jemanden zu töten. Waffenteile, nice. Nachgerüsteter, schwerer Körperpanzer. Ich weiß zwar nicht, wie der Tarnungsfähigkeiten erhöhen soll, aber anscheinend tut er das. Wir behalten ihn erstmal. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir noch einen Rucksackmod haben. Eventuell, ja. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir den dafür geopfert haben und jetzt, ja. Naja, wisst ihr Bescheid. Ist immer traurig, Dinge zu opfern. Ich würde tatsächlich gerne da hinten mal hingehen. Gucken, was da so ist, falls man da hingehen kann. Oh, wir sind schon da. Oder auch nicht. Niemand hat etwas gesehen. Ich weiß noch, als wir Probleme hatten, ist gar nicht mal so lange her. Und jetzt... Boom! Anführer tot! Oh. Wieso bist du nicht tot? Oh. Ich hasse es, dass Waffe wechseln eine andere Waffe ist. Ich brauche Waffe wechseln auf Y. Kann ich das einstellen? Springen ist hier. Also das hier hätte ich gerne auf der Waffe wechseln Taste. Steuerung. Controller Layout. Nee. Ich will mich da jetzt nicht reinfuchsen. Nee, muss ich mich komplett umstellen mal wieder. War hier nicht noch jemand? Verlassene Außenposten. Dann schauen wir uns hier mal um. Hallöchen, was ist das? Zucker? Keine Ahnung, Seife? Wieso man auch sowas auch stapeln sollte? Ich weiß es nicht. Terminal.
Nachrichten. Von J. Bartel. Clement, ich kann deine Theorien über die Stellung des Erdenrats im Kolonialsystem keinesfalls zustimmen. Zwar erkenne ich durchaus die Eröffnung neuer Möglichkeiten durch den Vorstand an, doch meiner Meinung nach würden Halcyon und alle anderen Kolonien am Rande der Galaxie leider zugrunde gehen oder gemeinsam in den Krieg ziehen, würde der Erdenrat keine Handelsregularien aufstellen und Streitigkeiten beilegen. Glaubst du, die Konzerne würden die Eingliederung eines Erdministers akzeptieren, wenn man sie vor die Wahl stelle? Ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Jefferson. Natürlich würde ich nie abstreiten, dass die Erde das Herz unseres gesamten Kolonialsystems ist. Jedoch findet man die wahre Abenteuerlust und den Drang nach Unabhängigkeit, die den Vorstoß der Menschheit kennzeichnet, am stärksten in den am weitesten entfernten Kolonien. Das stimmt. Ich glaube aber trotzdem, dass du dich mit der Geschichte irrst. Die Entdeckung des Sprungantriebs gab dem Erdenrat nicht die Macht über die Konzerne. Die Konzerne waren geschwächt von den hohen Kosten des großen Krieges. Und da kam der Sprungantrieb gerade genau recht. Er stellte einfach ein zusätzliches Druckmittel für den Erdenrat dar, mit dem er wieder an die Macht gelangen könnte. Großer Krieg? Was für ein großer Krieg? Tell me more. Was haben wir denn hier? Gib mir Bits. Ich brauche unendlich Bits. Oh, danke. Geht doch. Hallo, was haben wir denn hier? Ein Weg extra für mich. Achso, nee, das ist zum Anschleichen. Ich glaube, das ist zum Anschleichen gedacht. Leer. War ich schon mal hier? Nee. Habe ich doch gerade erst entdeckt. Mach 2 Energie. Gut. Könnten jetzt da hinten gehen, aber ich möchte erstmal hier hoch. Aber bevor wir weitermachen, Freunde, ich würde sagen, unsere Zeit ist abgelaufen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die da fertig machen. Haut rein. Wer ist hier? Tschüss. Hilfe.